Hallihallo, meine Lieben. Ja, auch heute gibt es eine kleine Kurzbotschaft vom Herzensmenschen. Was wird hier in der nahen Zukunft mit dir und deinen Herzensmenschen sein? Was ist hier in der nahen Zukunft mit dir und deinen Herzensmenschen? Was kommt da auf dich zu? Hier sind einmal die Masten, der Park, die Mäuse und du gefallen. In der nahen Zukunft kann es sein, dass du hier so ein bisschen in Enttäuschungen reinschaust, in das Gedankenkarussell, in die Irrwege, aber auch hier in die Mäuse. Also es nagt was an dir und Hürden und Blockaden tun sich hier auf mit deinem Herzensmenschen, ja? Dein Herzensmensch ist wahrscheinlich auch dein Seelenpartner oder auch jemand aus der Vergangenheit hier. Es ist was Schicksalhaftes, aber das kommt in die Freude, ins Glück und danach in die Liebe. Ja, was ist hier noch mit dem Herzensmenschen in der nahen Zukunft? Was erwartet dich hier noch? Bedenkt bitte, es ist eine Kollektivlegung, kann nicht auf jeden zutreffen. Geh auch immer mit einem gesunden Menschenverstand an diese Legung. Mach dich nicht zu fertig, egal was sich hier auch zeigt. Ja, weil die Zukunft kann sich auch immer wieder in jedem Moment verändern, egal was du denkst, egal was du tust. Ja, hier ist auch noch der Schlüssel, hier wird noch was Verborgenes aufgedeckt mit dir und deinem Herzensmenschen. Und der Fuchs, der zeigt hier auch in die Träume oder Sehnsüchte hinein, ja. Also hier kann noch die ein oder andere Enttäuschung hier stattfinden in der nahen Zukunft mit dem Herzensmenschen. Aber es wird hier eine Entscheidung getroffen, sich das angeguckt, intuitiv gehandelt. Und das Ganze geht dann hier in die Stabilität, in das Gleichgewicht rein. Hier wird auch die Zeit nochmal hergestellt zu einer weiblichen Person, vielleicht die du vielleicht um Rat fragst hier, wegen deinen Herzensmenschen. Was ist hier noch in der nahen Zukunft? Was ist jetzt noch Wichtiges zu sagen? Also das Ganze kommt hier ins Glück rein, in die Sonne, in die Freude, ja? Also wie gesagt, hier können sich noch die ein oder anderen Blockaden, Enttäuschungen einstellen, hier mit deinem Herzensmenschen. Es wird hier was Verborgenes an die Oberfläche gebracht, geöffnet und hier wird aber auch trotz alledem auch hier ja seinen Sehnsüchten, seinen Träumen gefolgt. Und der Fuchs, der zeigt aber hier rein, ja, also da kann auch die ein oder andere Täuschung, Enttäuschung stattfinden, aber insgesamt kommt das in die Sonne, in die Stärke auch, ja, weil es hier was Schicksalhaftes mit diesem Mann ist, mit deinem Herzensmenschen, ja. Du hast auch hier die Hoffnung, dann diese Blockaden zu überwinden, hier folgt auch nochmal ein Treffen, was in Liebe stattfinden wird und da kommt es hier ins Glück hinein. Okay, meine Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ciao.